Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir haben bei Seeker, Slayer und Survivor wohl die letzte Mainquest abgeschlossen. Ja, nachdem ich aus dem Jenseits zurückgekehrt war, erschütterte ein gewaltiges Beben den Schmelztiegel. Es muss wohl etwas Großes verursacht worden sein. Ich habe die Bestie besiegt und den Schmelztiegel von Galavains verheerende Amoklauf beschützt. Gut. Es gibt aber, so wie es aussieht, von Engari. Oh, bin ich aus Versehen auf den schnellen Modus gekommen. Neue Quests. Also neue Suchaufträge. Willkommen zurück. I hope I can be of service. Ich hoffe, ich kann dir helfen, Freund. Ich habe mit den Gesichtern im Jenseits gesprochen. Gelade, gepriesen seist du. Er starrt dich mit großen Augen an. Was hast du denn von ihnen gelernt, wenn ich fragen darf? Okay, was haben wir? Die drei? Die Gesichter waren die drei Erinnerungen an Leben, die von einer einzelnen erweckten Seele gelebt wurden. Und sie waren Wächter. Spielt das eine Rolle? Würde es ändern, was du von ihnen gelernt hast? Was sie dir gegeben haben? Sie waren keine Götter, aber auch nicht nur einfache Gestandene. Sie waren Diener, die von Galarain selbst eingesetzt wurden. Du darfst nicht. Solche Dinge sind für den Meister der Jagd bestimmt. Also ja, wie wir auch immer auf das Erste kommen. Ich glaube, da hätten wir uns ein bisschen tiefer oder hätten ein anderes Gesicht wählen müssen, keine Ahnung. Weil ich habe das jetzt so aus unserem kleinen Abenteuer nicht rausgelesen, dass die drei ein und dieselbe Seele waren. Oder ich habe es vergessen. nehmen wir einfach mal die drei. Incredible. Unglaublich, er nickt vor sich hin. I always suspected something of the sort. The gods are too great to suffer rivals. Ich habe es einfach schon immer erwartet. Die Götter sind zu groß, um Rivalen zu dulden. Ja, von wegen. Die Götter schlagen sich ja gerade gegenseitig die Köpfe drüber ein, wie sie mit Eotas verfahren sollen. Also wenn es nach Voidika geht, oder Vodika geht, dann hätten wir jetzt schon längst den Mond geknutscht. Ja, aber du hast doch Gerüchte über Artefakte, oder? Deine Performance during the final battle impressed many. The faces of the hunt included. Deine Leistung im letzten Kampf hat viele beeindruckt, die Gesichter der Jagd eingeschlossen. Mit der Hand auf seinem Bauch verbeugt er sich aus der Hüfte heraus. If you would hunt more artifacts, all would enjoy seeing you again in the arena. Wenn du noch mehr Artefakte jagen würdest, würden dich sicher alle gern wieder in der Arena sehen. The seeking face whispered of a tapestry, stolen on the seas, now hanging in a shop on the water. Filch it from the filcher. And the spider shall be pleased. Das suchende Gesicht flüstert von einem Teppich, der auf hoher See gestohlen wurde und nun in einem Laden auf dem Wasser hängt. Ich traube ihm dem Räuber, das wird der Spinne gefallen. The slaying face growled of a statue, that of a great tracker, defaced. Hunt the hunter's crown in a ruined Juana city, long flooded and overgrown. Das schlachtende Gesicht knurrte von der Statue eines großen Fährtenlesers, die entweiht wurde. Jage dir den Jäger in der zerfallenen Juana-Stadt, die seit langem überflutet und verwuchert ist. Mhm. The surviving face respects even the survival of a wounded god. Though she burned, the exiled queen persisted. Retrieve a part of her from the seat of her power. Das überlebende Gesicht respektiert sogar das Überleben eines verwundeten Gottes. Sie brannte, doch die verstoßene Königin überdauerte. Bring mir einen Teil von ihr, von ihrem Sitz der Macht. You now know, as I know. Du weißt jetzt Bescheid, so wie ich es tue. Er verneigt seinen Kopf vor dir, doch seine Augen, die unter seiner buschigen Augenbrauen hervorblicken, bleiben auf deine fixiert. Okay, wir haben drei neue Aufträge hier. Wir haben dann aber auch wirklich nicht mehr viel. Also, ja gut, es fehlt noch ein DLC. Keine Ahnung, wann das dann kommt. Und dann haben wir natürlich noch die Quests der vier Fraktionen, wobei ich das Juana-Quest noch nicht angenommen habe. Mal gucken.
Die Suche des überlebenden Gesichts ist nach dem Finger der verbrannten Königin. Das überlebende Gesicht möchte ich, dass ich in einem Tempel von Voidika eindringe und einen Teil einer Statue entwende, welche der Göttin des Urteils gewidmet ist. Was kann da schon schief gehen? Das überlebende Gesicht respektiert Voidikas Durchhaltevermögen im Zuge ihres Niedergangs. Dennoch möchte der Keiler, dass ich einen Teil einer Statue von einem der Göttin gewidmeten Ort beschaffe. Da fallen mir jetzt gerade zwei ein. Mal gucken. Das schlachtende Gesicht verwies mich auf ein anderes Artefakt für das Becken der Erinnerung, den fehlenden Kopf einer Statue. Egarian fuhr von einer zerbrochenen Statue in irgendwelchen Huana-Ruinen. Der Kopf der Statue dürfte einfach zu erkennen sein. Das Denkmal war einem großen Jäger gewidmet und die Ruinen wurden überschwemmt und überwuchert. Und das klingt ziemlich bekannt für mich. Und das letzte. Das suchende Gesicht beauftragte mich mit der Rückführung eines gestohlenen Wandteppichs, der sich irgendwo im Todesfeuer befindet. Egarian erfuhr, dass der Wandteppich gestohlen wurde und nun in einem Laden auf dem Wasser hängt. Ist das das Deck der 1000 Wunder? Oder das Deck der vielen Wunder, oder wie es heißt? Wenn ja, dann muss ich das erstmal auf der Karte finden. Aber erstmal rasten. Gut, dann machen wir jetzt erstmal noch diese Nebenaufträge und die Arena-Kämpfe, die dazugehörigen. Und dann... Ja, entweder triggert dann noch das Event für das letzte DLC. Oder... Wir müssen erst mit der Main-Story weitermachen. Also, mit der aufkommenden Sturm eine Allianz schmieden. Da habe ich immer noch keine Ahnung, wen genau ich nehmen soll in diesem Let's Play. Also die Valianer schon mal nicht, die schließe ich aus, aber die anderen drei. Gut, bei dem Prinzipi kommt es darauf an, ob ich dann wirklich Forante als Verbündeten nehmen muss oder ob ich das dann doch irgendwie mit Eldis machen kann, dass ich mich mit ihr gegen Forante wende. Ich kann Forante auf den Tod nicht ausstehen. Der Mistkerl. Der nutzt eigentlich seine Position mittlerweile nur noch aus. Ja, dann bleibt halt noch die Todesfeuergesellschaft. Oder die Huana selber. Gut, okay. Es ist schon mal schön zu sehen, dass nachdem ich eigentlich Krummsporn gelehrt habe, keine Sklavenhändler mehr hier rumfahren. Modesto von die wahnsinnige Kapitänik. Unabhängige Handelsschiffe. Todesfeuerhändler, Todesfeuer, Todesfeuerhändler. Ja, weil... Ah, doch, da ist das Deck der vielen Dinge. Ist sogar gar nicht mal so weit. Sumpf der verkrüppelten Äste, Sayuka, Vampirkrypta. Rückzugsort des Ausgestoßenen. Eingeschützte Kohlenmine, brennende Sandbänke. Motare Okosi ist der Dschungel. Das ist auf jeden Fall geflutete Höhle, unterirdischer Tempel. Ah, Keulenheim. Also entweder der unterirdische Tempel, weil da habe ich die Voidika-Keule geklaut. Mehr oder weniger.
Saal der Unsichtbaren ist Vale, nicht wohl Dicker. Und dann gibt's noch das Heiligtum des Eidbinders hier. Da habe ich ja einen meiner Mannschaftsmitglieder gerettet. Ich weiß noch nicht mehr, welches es war. Aber jetzt erstmal zu ihm hier oben. Nee, ich will schon. Nee, minus Moral für Schiffszwieback. Ja, durch das Fernrohr schauen, das Schiff begrüßen und an Bord gehen. Das ist der einzige Laden auf dem Wasser, der mir so einfällt. Jetzt mal auf die Schnelle. Auch wenn es etwas komisch ist, weil das Deck der vielen Dinge ist ja eigentlich auch ein DLC, ein anderes DLC. Was macht man, wenn man das Deck der vielen Dinge nicht installiert hat? Wobei, wer installiert ein kostenloses DLC wiederum nicht? So, Söldner. Also da ist nur Söldner. So, Captain Tennig, weißt du was über einen Wandteppich? Finding everything to your liking, Captain. Alles genehm, Captain Tennig lächelt und ein schummriges Licht geht von seinen Hörnern aus. Recht ungewöhnliches Schiff. You might have noticed the Enguithan imagery in the beams or the copper wiring. But of course, not just the decks, but the I came to a few sailors go seeking on, but of course, nothing but the best. So. Hat Berats Wurfknochen. Beschwört einen Schatten. Mantel der Anmut. Spielzeugritter. Oh, den würde ich nehmen. Kannst du von mir aus keine Nutzung mehr übrig, das Teil haben? Ja, du hast doch Imp. Du hast doch noch Spinnen. Ha. I'm here. I'd be glad to. Just a moment, please. It's no trouble. Da ist nichts drin. Collier von Eotas Licht und der Ring. Okay. I'll try my best. Hope that helps. Da auch nicht. Well, if you insist. There you go. Indeed. Da auch nicht. Please. It's no trouble. Ne, da auch nicht. I'll try my best. Hope that helps. Nein. Well, if you insist. There you go. Warner Umhang, blauer Umhang. Auch nicht, was ich suche. Just a moment, please.
I'll try my best. Nutzgegenstände bitte. Ich habe doch noch Kittes Diebes hier, oder? Ich sehe es gerade nur nicht.